Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP Victus und zwar ein 16E00 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei dem Gerät auf der Rückseite und zwar recht gut zu lesen, hier unten. Und mit dieser Nummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich hier noch sagen, und das kann man bei dem Gerät jetzt auch tatsächlich sehr, sehr gut sehen, dass ein Displaytausch hier ziemlich einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen, genau wie bei dem Reparaturmodell jetzt hier, und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings einzeln tauschen. Bevor man das Gerät öffnen kann, muss man zuerst die Schrauben lösen. Und die laufen hier einmal um das Gerät herum. Ich blende euch die auch im Bild ein. Die sind auch alle gleich lang und alles Kreuzschrauben. Und ich habe hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset benutzt, super praktisch, ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Ups. Und als Aufsatz nehme ich für die Kreuzschrauben hier ein PH0. Um die Unterseite jetzt vom Gerät zu lösen, muss man hier zwischen die Verbindungslinie sich eine kleine Öffnung schaffen und ich zeige euch mal, wo das Gerät eigentlich mit der Unterseite verbunden ist. Ich hoffe, dass man das hier sehen kann. Genau hier. Und so läuft das einmal um das Gerät herum. Und auch auf der Rückseite, hier ist natürlich normalerweise das Display. Und bei dem Gerät ist es so, ich würde jetzt hier auf der Vorderseite mal anfangen. Und zum Öffnen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann versuche ich hier zwischen die Gehäuseunterseite und das Gehäuse zu kommen. Und das dann so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und ich bin da relativ vorsichtig, weil ich das nicht zerkratzen will. Es ist nicht so, dass man da wirklich was kaputt machen kann. Das laute Knacken ist auch normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Und bei dem Gerät ist es so, ich würde mich jetzt hier einmal komplett um das Gerät herumarbeiten. Das hat nämlich auch hier auf der Innenseite, also in der Mitte, auch nochmal zwei Einraststellen, die ganz fest sitzen. Das heißt, hier würde ich mich jetzt einmal komplett um das Gerät herum arbeiten, genau in der gleichen Technik. Und hier ist es so, da muss man wirklich so ein bisschen von hier eigentlich rein. Da denkt man auch erstmal hoch, aber das ist normal. Genau so, und dann hebelt man das so nach oben hin ab. Auf den Seiten bei den Buchsen hier bin ich generell immer ein bisschen vorsichtiger. Und dann kann man das dann irgendwann, sagen wir mal, wenn wirklich außen herum alles geöffnet ist, kann man das dann mit ein bisschen Wackeln dann hier einfach abziehen. Und wie gesagt, das ist in der Mitte hier nochmal ganz gut draufgedrückt. Deswegen da einfach ein bisschen hin und her wippen und wackeln und dann
bekommt man das relativ leicht ab. Ja, und so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, damit das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und hier sehen wir den Stecker, den kann man einfach nach hinten hin rausziehen. Und schwuppdiwupp hat der auf jeden Fall keinen Strom mehr. Was wir hier noch sehen können, ist, über dem Akku sitzen jeweils zwei SSDs. Bei dem Modell ist jetzt genau, wo die eine hier drüben belegt. Dann sehen wir hier noch den RAM, die beiden RAM-Slots und die Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt und auch die GPU. Und hier unten drunter ist noch das WLAN-Modul mit den Antennen. Um den Akku zu tauschen oder auszubauen, muss man die ganzen Schrauben, die hier drum herum laufen, die sind auch alle mit M2 beschriftet, rausnehmen. Und wenn man dann alle Schrauben draußen hat, kann man den Akku nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Der sitzt hier einfach nur auf diesen kleinen Hilfsausbuchtungen drauf, so kleine Positionshilfen. Ja, und dann kann man den austauschen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens das Touchpad. Und obwohl sich das einzeln tauschen lässt, ist es hier so, dass die, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die Schrauben von dem Touchpad sind hier unter dem Mainboard. Also realistisch betrachtet kommt man da nur dran, wenn man tatsächlich das gesamte Mainboard abbaut. Dann kann man das Touchpad tauschen. Der RAM ist hingegen super einfach zu tauschen. Da muss man nämlich nur die beiden silbernen Klammern hier an der Seite nach außen ziehen. Dann springt der einem hier schon förmlich entgegen. Ja, und dann muss man den nur noch aus dem Slot ziehen und eben durch einen neuen ersetzen oder auch nachrüsten, wenn einer nicht verbaut ist. Und genau umgekehrt kommt er wieder rein, wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die SSDs, die hier sind, haben jeweils hier noch so eine kleine Abdeckung drüber und werden von dieser einen Schraube hier hinten gehalten. Und dann kann man die so ein bisschen nach oben und nach hinten oder in dem Fall jetzt zur Seite hier rausziehen. Und dann kann man das sehen, die ist also einfach nur mit so einem Kühlstreifen hier auf der Hülle. Und genau so würde man dann eine neue SSD oder auch wenn eine nicht verbaut ist, wieder einbauen. Die kommt einfach hier auf die Hülle. Jetzt mal so, dass die dann am Ende hier auch wieder mit verschraubt wird. Genau so wieder in den Slot zurück. Das kann man hier ganz gut sehen. Die Hülle schiebt sich dann über den Slot. Und dann wird die nur noch nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Bei den Lüftern ist es so, dass man die einzeln tauschen kann. Die gibt es nur zusammen, also man kann nicht den linken oder rechten separat kaufen. Und man muss den Heatsink dafür vorher abnehmen, weil die hier so unten drunter verschoben sind, dass man die ja einfach nicht rauskriegt. Die Lüfter selber werden hier von diesen drei Schrauben gehalten. Hier ist das Lüfterkabel. Auf der Seite ist es hier und das Lüfterkabel. Und beim Heatsink ist es so, man muss einmal die Schrauben, die hier auch nummeriert sind, rausnehmen und auch die beiden hier außen. Und dann kann man den kompletten Heatsink nach oben hin einfach abnehmen und kommt so super einfach an die Lüfter ran. Und ja, das Kabel, was hier drum rumläuft, einfach aus der Führung raus, dann ist das auch kein Problem. Und natürlich nicht vergessen die Lüfterkabel. Und da ist es so, ich zeige euch das mal schnell, falls man da nicht genau weiß, wie rum. Da gibt es so kleine Kontakte, die man hier sehen kann.
Und die sind eben nur auf einer Seite. Und die zeigen hier beim Wiederverbinden nach unten. Da also einfach drauf schauen. Kontakte zeigen nach unten. Und dann wieder zurück in den Stecker. Der Akkueinbau ist super einfach. Wie eingangs schon erwähnt, der hat hier neben den Schraubenöffnungen noch so kleine Hilfsöffnungen. Die sind genau zum Positionieren gedacht. Das heißt, da einfach drauf und dann ist er direkt wieder in seiner Position. Und wenn das hier eben ein bisschen friemelig geht, deswegen schraube ich den jetzt noch nicht zu. Ich mache erst das Kabel wieder rein, dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Da auf jeden Fall darauf achten, dass der Stecker wirklich bis ganz hinten drin sitzt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt und man nicht den ganzen Sermon nochmal aufmachen muss. Ja, und dann muss man den nur noch verschrauben und hat das dann auch schon durch. Die Gehäuseunterseite kann man jetzt einfach wieder genau oben drauf auf das Gerät legen und dann nach unten hin zudrücken. Da muss man teilweise auch wirklich kräftig drücken, dass das hier alles wieder zugeht und einrastet. Und ich gehe da am Ende auch einmal um das Gerät herum und schaue, dass so wie hier wirklich keine Öffnung mehr zu sehen ist und alles zugedrückt ist. Ja, und dann muss man nur noch alles wieder verschrauben und hat das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.